Fall. Jetzt kommt hier gerade so ein scheiß Update auf Windows 8.1. Hey, rutsch mir doch ein Bullo runter. Ja, du stehst da und guckst dir die Wand an. Sieht gut aus. Ja, mittendrin kommt der Scheiß. Ey. Hallo, Minecraft. Hallo, Leute. Hallo. Mavia versteckt sich, aber ich habe F5 an. Ich gucke gerade auf mich drauf. Das bringt nichts, wenn du dich versteckst. Ich gucke euch beide an, ich sehe alles. Wir wollen heute ein modernes Haus bauen hier in der Städtsche. Mavia und ich haben heute Morgen schon da hinten was gebaut. Ja, wir waren fleißig. Ja. Vielleicht kann ja Mephisto da mal mitgehen und Mavia zeigt ihm das. Ja, gerne. Ich war schon ein bisschen länger nicht mehr da, weil zu viel auf der richtigen Arbeit zu tun war. Och ja. Los, weiter geht's. Ja, das heißt dann, das guckt ihr euch am besten dann mal bei Mavia an, wie es da genau aussieht. Nee, nicht bei Mavia. Bei Mephisto. Du willst das nämlich nicht zeigen, oder wie? Ich baue hier jetzt mal beim Haus ein bisschen, damit... Lass ihn bauen, ich fülle das nachher aus. Ja. Okay. Wir haben hier sehr ein... Schön. Ja, den Stadtplatz quasi, den Teleporter in alle Bereiche auf dem Server, die wichtig sind. Ich finde das gerade saugeil mit dem aufgehenden Mond, das passt unglaublich cool. In der Tat. Passt cool. Ja, passt gut. Sieht cool aus. Ja. Wo kommen wir denn hier hin? Probier's aus. Können wir das ducken? Jo. Ah, zur Stadt. Und Hex. Digga. Das war dann wohl das ewig weit weg Gebiet zum Löcherbauen, genau. Wo man darf. Egal, ich bleib hier. Aber es sieht sehr schön aus. Das hier sind Zypressen. Das sind die Forestry-Bäume, die ich gezüchtet habe. Sehr schick. Leider haben die Bäume eine scheiß Textur, aber egal. Ja, ja. Die hat alles eine scheiß Textur. Ja, darüber hatten wir es ja gerade auch schon. Also bei uns sehen die gut aus, bei Mavia und mir. Genau. Die passen halt wunderbar zum Setting moderne Stadt. Texture Pack abzweigen. Ich benutze keins. Ja, toll, dann sieht's gut aus, haha. Ja, tut's. Weil da ist nämlich alles nur 16x16. Da ist das Schwein nur 16x16, da bist du 16x16. Na, das ist ja gleichbedeutend. Ich wollte's nicht sagen. Hat man ein lustiges Schwein in der Nähe? Ja. Machen wir das denn? Dann gehen wir uns das mal gerade noch angucken. Wenn es niemand irgendwie geschlachtet hat. Nein, dafür war es doch viel zu schade. Wie ist das denn? Ja. Ah. Put. Oh ja. Nigel Bueno Wurstwesten 2. Was ein geiler Schweinename. Wer hat sich denn diese Sauerei ausgedacht? Warunner war's. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Schweine immer so, oder die Viecher ihren Namen kriegen. Also, schaut einfach mal, vielleicht kriegen wir... Oh nein, na super, jetzt sehe ich lauter komische Creeper, die überall runterfallen und explodieren. Sieht gut aus. Lass mich mit deiner blöden Blattmensch in Ruhe. Der Zombie ist, glaube ich, echt, oder? Was macht ihr da? Ich sehe nichts mehr. Ich bin besoffen. Musst du dir Augen aufmachen. Mache ich auch gerade. Was eine tolle Aufnahme. Ich höre übrigens gerade die Fliege nochmal. Carl Weston Svensson drowned. Nee, ist der jetzt hier ersoffen oder was? Nee, das war Bueno Nigel Schwein Weston oder was. Das war ein anderer. Ich glaube, da hatte jemand... Ah, hier ist noch der Krona, the Non-Euclidean... was? Yes, Make? The Non-Euclidean Defenestrator. Was für eine Scheiße. Also ich baue hier jetzt gerade noch am Haus. Ja, ich kann die Dinger leider nicht angucken. Ich sehe nur Wasser angezeigt. Und zwar soll hier unten so eine Art Kinoraum entstehen. Wollte ich eigentlich dann auch ein bisschen was mit Pistons bauen. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Oder ich baue einfach unten rein noch einen extra Raum. Das gucken wir dann mal. Nochmal was zum Ausfüllen an Fläche hier. Die Treppen passen zum Rest. Ja, und unten kannst du dann auch einen Boden ausfüllen. Gut, eine schöne Rampe.
so im echten Leben für Rollstuhlfahrer gebaut wird. Ja, wir bauen damit hier... Damit die auch bloß nicht hochkommen. Da gibt's oben einen Anker, wo man sich dranhängen kann. Ich rede hier aus Erfahrung aus meiner Zivildienstzeit. Liegt zwar schon lange zurück, aber fast alle Kaufhäuser haben Rampen, wo du als Rollstuhlfahrer einfach nicht hochkommst. Sehr praktisch. Die Dinger sind so verdammt steil, selbst wenn du Anlauf nimmst und den Rollstuhl in der Mitte abbremst, die Räder bleiben stehen und er rutscht trotzdem rückwärts runter. So. Wie im echten Leben. Es wird alles von Leuten gebaut, die es niemals benutzen müssen. Ah, toll. Jetzt kommt hier gerade so ein scheiß Update auf Windows 8.1. Hey, rutsch mir doch ein bisschen runter. Hey, du stehst da und guckst dir die Wand an. Sieht gut aus. Ja, mittendrin kommt der Scheiß. Ey. Vorführeffekt. Deswegen schaltet man so blöde Updates aus. Ja, hast du gerade schon mal gesagt. Woher kann ich denn dann lern doch mal draus. Woher kann ich denn an, dass so ein Scheiß jetzt kommt? Die Folge nennen wir alle Lachen über Varunas Update. Ja, toll. Total. Soll ich hier den Boden weiter ausbauen, also drauf die Höhe oder reingraben? Drunter. Guck doch mal, wo die unterste Stufe ist. Ja, deswegen wollte ich trotzdem nochmal nachgefragt haben. Hier ein paar moderne Häuser bauen. Ja, so hoffen wir damit auf euch aufschließen. Weil das Problem ist ja, dass du nicht mal alte Häuser bauen kannst. Tja. Keine Zeit, keine Zeit. Viel zu tun, viel zu tun. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier für Glas einsetzen. Zu deiner Hecke da oben würde ein rotes Glas passen. Soll ich das unten reinmachen? Oder sieht das zu Porno aus? Probier's aus. Porno ist doch immer gut. Chinese Glass. Fehlt das. Ja, es fehlt der Porno-Brillen-Mod. Es gibt auch die, hier. Das sieht aber nochmal hübsch aus, im Gegensatz zu den meisten anderen geschüsselten Gläsern. So, und dann, so. Findest du das so cool? Aber es sieht cool aus, aber irgendwie könnte es in Puff passen oder sowas. Ja, das meine ich doch, Pornohaus. Andersrum. Es fehlt nur noch irgendwie so eine komische rote Lampe. Das ist irgendwie potthässlich. Das hier ist rote cool. Lampe lässt sich organisieren. Das habe ich halt oben bei meinem Haus schon drin. Es hat halt einen Goldrahmen. Sieht ein bisschen protzig aus, aber sonst... Oder einfach schlicht ohne irgendwas. Das schlicht passt relativ gut zu dem Marmor drumrum. Jetzt habe ich mich verklickt. Du hast eine Ente auf dem Kopf. Ich weiß. Ich glaube, ich habe seit meiner letzten Aufnahme noch gar nicht erzählt, dass ich mal irgendwann meine Rüstung ausgetauscht habe. Aber egal. Hauptsache, sie ist durchsichtig. Was hast du denn jetzt für eine durchsichtige? Auch so eine nette Botania-Rüstung. Hast du ja gerade gesagt, Hauptsache sie ist durchsichtig. Er hat meine kopiert. Ich wusste aber nicht genau, was du hast. Och ja. Du hast nur gesagt, Botania. Ich habe mir einfach irgendeine gebaut. Fertig. Und okay, ich geb dir mal Zeug. Bau. Fenster. Ist es das richtige Glas? Ja. Yep. Nicht, dass ich es irgendwie noch umschisseln muss. Oder? Baufenster. Oh nee, das ist falsch. Oder? Doch, jetzt ist die Struktur da. Passt. Hier sieht das Fenster dann irgendwie seltsam aus. Wird das da wirklich so hochgezogen oder hast du da einfach zwei Marmorblöcke vergessen? Achso, da habe ich zwei vergessen. Ups. So. Dann bauen wir mal munter ein paar Blöckchen. Gut, was mache ich? Jetzt geht mir das Glas aus. Ich brauche noch zwei Glasblöcke. Drei. Hast du eine Chisel? Nicht dabei. Ich hab einen. Nimmt man immer mit zum Bauen. Das hier war's. Ich habe jede Menge Mist im Inventar zum Bauen. Ich hab dir, glaube ich, irgendwo was hingeworfen. Ja, ist angekommen. Wunderbar, fertig. Hier unten ist noch so ein leeres Eckchen. Kommt da noch was hin? Da kannst du mal einen Raum ausheben, der vielleicht ein paar Stufen nach unten geht. Für einen Kinoraum. Ui, ein paar Stufen nach unten. Ja, 1, 2, nicht 4.
4. Dann müssen wir hier schon. Oder? 2, 4. Nee. Irgendwie haben wir hier ein komisches Problem mit dem Garten. Mhm. Oh, hier hört das Haus auf. Ich wollte gerade schon sagen, gefällt dir mein Garten nicht, oder? Entweder setzt du dann von außen was dagegen. Oder guckst halt, dass da schon die Decke ist. Ich mache hier nochmal zu. Hier ist es. Und dann lassen wir den Raum halt nur bis hier hingehen. Fertig. Noch ein bisschen. So. Wird ja wahrscheinlich nur so ein. Oh, da kommt ein Zombie. Da war ein Zombie. Den bildest du dir wahrscheinlich ein. Das wird sein. Da war einer. Ganz deutlich. Ja, wenn der Olle dich verflucht hat, dann siehst du halt überall Zombies. Ja, vor allem, wenn ich dich angucke. Ja, ich bin so geistesgegenwärtig, dir das zu bauen, was du gerne hättest. Natürlich bin ich in dem Moment ein Zombie. Nur weil ich dir helfe, ein modernes Haus zu bauen. Haben wir noch Marmor? Marmor? Ja, Moment, Sicherheit. Ich geh mal zu dem Fässchen. Ne, ich hab hier. Ja. Andere geht zum Fässchen, um Bier zu zapfen, und ich gehe Marmor holen. Ich gebe dir auch mal eine Chisel, vielleicht fällt dir damit was Gutes ein. Wo warst du denn jetzt? Ah ja, gut. Ah, der lag da oben. So, dann machen wir erstmal hier zu. Wenn wir irgendwann mal die Blöcke treffen. 50 falsche Blöcke gebaut und 20 richtige abgebaut, so ungefähr. Ich weiß nicht, das könnte zwar so gehen, aber irgendwie wirkt das so winzig. Das ist dann nur so ein Ein-Mann-Kino-Räumchen. Du kannst ja noch nach rechts gehen. Und nach vorne. Ja, aber trotzdem. Es wirkt irgendwie klein. Dann musst du es vergrößern. Hast du noch von dem Andesit? Ein bisschen müsste ich noch haben, ja. Ein Stack, einen knappen. Gib mal. Brauche ich aber auch gleich wieder. Achso, ne, dann behalt. Dann lasse ich mir was anderes einfallen. Ah, ich habe eine Idee. Weit ist denn das Haus breit? Noch drei nach da kann ich gehen. Gut, eins, zwei, drei. Wunderbar. So, ich hoffe mal, dass dann nachher auch alles klappt mit dem ganzen Update vom Server, was wir die ganze Zeit machen wollen. Dass wir dann auch mal up-to-date sind. Die nächsten 5 Stufen übersprungen, ja. Wo sind wir? 1.3.1 und es geht auf 1.7.0, oder? Ja. Ist ja ein kleiner Sprung. Jetzt habe ich ganz viel Dreck in Fässern. Da kommt dann... Dreck für Fässer, so rum, nicht in Fässern. Wo habe ich denn meine Absaugtasche hin? Gibt's ja nicht, mein Kram. Ey, meine Endertasche wurde umbenannt. Tja, ihr habt vorhin so rumgespielt, selber schuld. Wie heißt sie denn? Ah, nein, ich war nur bei der falschen Endertasche, ich habe inzwischen zu viele. Ach. Eine reicht ja wohl nicht mehr, hä? Huh? Nö, ich habe nur so 4 Stück dabei oder so. Ich habe eine einzige Tasche dabei. Ich habe gar keine. Gewonnen! Ja gut, kommt halt immer drauf an, wofür man den ganzen Krams braucht. Ich habe eine für die Aufnahme, wo ich Zeug drin habe, wenn ich irgendwo hingehe. Ich habe eine, die meinen ganzen Schamas absaugt. Ich habe eine zum Bauen, wo ich irgendwelche Blöcke drin habe. Da kommt immer ein bisschen was zusammen. So. Jetzt noch nach unten. 2, 3 Stufen. Wie groß ist denn das Haus noch? Nicht, dass ich hinten rauskomme. Oh, da ist noch ein bisschen Platz. Ja. Kannst du mir den Bilderswand nochmal geben? Klar, Moment. Und hopp, hinter dir müsste er irgendwo liegen. Jo, danke. Sag mal, das, was man jeder gerne in seinem Keller hätte, so einen eigenen kleinen Kinoraum. Ja. Das ist der Vorteil an Minecraft, kann man sich verwirklichen. Ja, kostengünstig. Leider hat man es dann immer noch nicht in echt.
Davon habe ich nicht gesprochen, dass du das dann auch kriegst. Ich sag ja leider. Wäre ja cool. In Minecraft gebaut, zack, haben wir einen Kinokeller mit Full HD Beamer. Katsching! Danach spielen wir Minecraft auf der Leinwand. Wenn du einen Beamer hast. Ja, wenn ich einen hätte. Slabs hatten wir auch irgendwo, oder? Ich glaube, hatte ich drüben in der Kiste. Müsste. Reicht das schon? Dann haben wir einen. Ja, ich will mal tiefer. Ja. Passt, aber eins will ich auf jeden Fall noch runter. Ja. Okay. Das Tolle ist, hier fliegen jetzt lauter so Schmetterlinge rum. Hier ist ein gelber. Oh, das ist so schön. Hm? Wo fliegen Schmetterlinge rum? Bei den gezüchteten Bäumen, oder? Ja, genau. Daher kommen die. Habe ich leider keinen einzigen gesehen. Forestry Bäume generieren ihre Schmetterlinge. Wo? Unten da beim Ding war gerade einer. Mein Himmel ist leer. Wie dein Himmel. Da ist eine Sonne da oben, das war's. Keine Wolken, nix, kein Schmetterling. Tja, das sieht man bloß mit der rosa Brille. Verlieb dich halt in den Schmetterling, brauche ich nicht. Oh, schön, ich habe Andesit gefunden. Ja, ich habe gerade auch noch ein bisschen was geholt. Also, wenn du noch brauchst. Bisschen wahrscheinlich noch. Ja, falsch. Wir könnten ja so einen Computercraft-Bildschirm oder sowas bauen. Der geht dann wirklich als Bildschirm durch. Und das könntest du machen. Das ist ein Monitor, Advanced Monitor, ja. Ja, so ein riesen Ding, fertig. Wo haben wir eigentlich so ein. Ach, wie heißt das Ding? So ein Austausch-Zauberstab aus Thaumcraft? Ja. Den hast du nicht zufällig da, oder? Ja. Cool, den hätte ich gern mal. Ich kann dir noch was viel Besseres geben. Was Besseres als den Austausch-Zauberstab? Ja. Resonant Exchanger. Mhm. Okay, was passiert, wenn ich den benutze? Nicht, dass ich jetzt alles gegen Andesit austausche? Guck mal oben links. Da müsste eine Zahl stehen. Die reicht von 1 bis 8. Die kannst du mit Bild hoch und Bild runter erhöhen, erniedrigen. Nein. Doch. Dann habe ich die Tasten irgendwann unbelegt. Bei mir passiert nichts, wenn ich Bild hoch und Bild runter drücke. Dann kann ich dir nicht mehr helfen. Das ist die Standardbelegung für die Tasten. Hoch und runter. Bild hoch und Bild runter. Neben dem Numpad. Damit kannst du die Größe ändern. Und ansonsten verhält er sich genauso wie der Zauberstab auch. Shift-Rechtsklick auf ein Material generiert dir die halt das, was hin soll. Und dann normalen Rechtsklick auf eine Fläche tauscht dann in dem Umkreis aus, der eingestellt ist. Geil. Und der verbraucht halt Energie, keine wie. Geil, Omat. Wirklich geil, Omat. Vor allem, der macht auch nur dann eine gerade Fläche. Das heißt, nicht wie der andere Wand, der dann einfach den Boden mit austauscht. Sehr schön. Jetzt ist mir der Raum immer noch zu kurz, aber ist ja egal. Setzt mir da einen Marmorblock vor die Nase. Was soll das jetzt? Nee, du sollst ja da reingehen. Soll ja nicht. Soll ja ein extra Raum sein. Du kommst ja nicht rein. Ach so. Ich würde ihn trotzdem noch ein bisschen tiefer machen. Ja, mach doch. Da sitzt ja direkt vor der Leinwand so. Ja, und dann vielleicht Stufen mit zwei Länge. Dass da noch ein paar Stühle hinkommen. Du heute Wünsche. Tja. Den Monitor bauen wir ein andermal, das dauert glaube ich viel zu lange. Monitor kann ich gerade mitbringen, das ist kein Problem. Echt gut, dann sei doch so nett und mach mal so einen Riesen. Wie viele hättest du denn gerne?
Warte. 6, 8, 9 mal 2, 4, 6, 4, 4 mal 7, 28. Kannst du noch eins nach rechts gehen, wenn du davor stehst? Dann ist das symmetrisch. Dann kommen wir aber unter dem Haus wieder raus. Solange da nichts kaputt geht, ist das egal. Okay. Achtung. Ja, müsste passen. Kleiner Fail. Was? Hier oben hast du Andesit durch Marble ersetzt. Das war natürlich nicht absichtlich. Du hast da noch die Chisel und Glas. Ich brauche Chisel und Glas. Chisel und Glas. Danke. Och, ich liebe diesen Exchanger jetzt schon. Warum baue ich immer 100 Jahre, wenn es so einfach geht? Wenn ich das wüsste. Jetzt wollte ich gerade den Builder Swan chiseln. Öfter mal was Neues. So, guten Appetit. Nee, ich noch nicht. Ja, ich hatte aber Hunger. Nee, du hast immer Hunger. Ja. Außerdem hast du heute gar nichts gegessen beim Start der Aufnahme. Ich doch, gerade jetzt. Ja, Start der Aufnahme war schon lang. Ah, das sind die Monitore. Ich denke gerade, warum habe ich Goldblöcke dabei? Ja, ich habe beim Aufnahmestart vergessen, was zu essen. Kommt vor. Heute waren es auch nur Äpfel. Nächstes Mal wird es wieder was Ausgefallenes. Schäm dich. Was sollen deine Zuschauer denn? Ihr habt mich mit der Aufnahme schon überrascht. Wer hat was überrascht? Ihr mich mit der Aufnahme. So, jetzt komm, hilf doch mal bitte. McFisto, Aufnahme 3, 2, 1, los. Ja, ja. Oh, Moment. Zu spät. Was, wo, wie, wir, hä? Ja, das haben die Zuschauer nicht gehört, aber Verona hat tatsächlich 3, 2, 1, los gezählt. Toll, ich habe kein Marble mehr. Kann ja wohl nicht. Ah, doch, ich kann den wieder zurückschüsseln. So, das könnte jetzt schon fast reichen. Was haben wir denn? Andesit? Ja, wunderbar. Nein. Macht man hier noch. Ah, nee, warte. Wir machen das hier so wie bei meinem Haus drüben, so ein bisschen schräg. Wie viel Aufnahme haben wir denn jetzt gerade schon? Ich glaube, wir sind schon wieder bei plus 20 oder so. Ja, wir müssen uns mal beeilen, hier fertig zu werden. Ich brauche noch ein bisschen Marble. Ein Stack habe ich noch. Perfekt, danke. Das sollte reichen. Ja, ich denke, ich mache jetzt hier auch nur jetzt mal noch das Dach hier fertig. Und den Rest machen wir dann mal anders. Der wollte nicht so wie ich. Ja, da müssen wir demnächst mal ein paar Stühle hinsetzen oder sowas, damit man auch ordentlich da sitzen kann. Klar. So. Hui. Jetzt müssten wir nur noch irgendwas richtig Cooles auf den Monitoren abspielen können. Das wäre dann echt fett. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdammt, ich brauche noch 4 Monitore. Du hast den Raum ja noch eins breiter gemacht. Ah, auf meinen Wunsch. Ja. Und 4 bräuchtest du noch, hast du gesagt? Yep. Ergibt auch Sinn, dass genau die 4 fehlen, weil Raum 1 breiter, 4 hoch, ja. Ja. Das sieht ein bisschen doof aus. Jetzt müssten wir natürlich coolerweise irgendwann noch so mit Redstone Leitungen legen, dass du die Lichter ausmachen kannst, damit es im Kino auch dunkel wird. Hast du denn Lampen schon gelegt? Ich habe bis jetzt ganz normale Fackeln stehen. Ah ja. Wäre halt cool im Kino so Lampen zu haben und dann mit dem Schalter so klack. Ja, das ist das geringste Problem. Hast du noch Marble? Ich meine nur das.
23. Ja. Soll ich noch welche mitbringen? Ich bin gerade im Lager. Moment. Kommt. Danke. Ne, brauch keine mehr. Also okay. Wenn, dann als Vorrat fürs nächste Mal. Ja, jetzt mache ich noch Screenshots. So. Und jetzt, ich mache mal ein bisschen Licht hier. Man kann die Fackel immer noch mal wegmachen. Aber hier steht auch irgendwo Magnum Top. Die Tore fertig? Was ist fertig? Monitore fertig? Ja. Wunderbar, danke. Da mache ich nämlich noch einen großen Bildschirm unten draus. Hier. Nein, nein. Oh, doch. Hallo, doch. Ich dachte, es hört wieder auf. Mein Java stürzt wieder ab. Hatte ich kurz vor der Aufnahme ein paar Probleme. Ein paar ist gut. Ja, Windows wollte dann halt noch irgendwas konfigurieren und so, aber kann ja mal passieren. Ich habe Monitore verlegt, aber jetzt zeigt das Ding Disk Drive an. Was? Das Nein. Ja, nicht das Nein. Also bei mir sind es alles Monitore. Bei mir heißen die Dinger jetzt Disk Drive. Ach so, die Benennung im Whaler. Ach so, ja, sag das doch. Aber sie sehen aus wie Monitore. Also bei mir ist es ein schöner großer Monitor geworden. Genau. Das noch länger machst, dann kann kein Mensch mehr davor sitzen. So, und dann kommen hier hinten, hier kommen Sitzgelegenheiten hin. Ist okay, dann haben wir die vordere Reihe, geht sogar noch, wenn die jetzt direkt hier vorne stehen würde, wo ich bin. Ja, direkt vor dem Absatz. Das passt. Dann kannst du aber in Minecraft dem anderen über den Kopf hinweg ins Kino gucken. Cool. Ja, siehst du mal. Und dafür muss man nicht so klein sein wie ich. Wir sind alle gleich groß, und zwar zwei Blöcke. Endlich, ja. Alter. Check. So, also der obere Raum ist eigentlich soweit fertig. Hier es fehlt noch irgendwie so ein bisschen was, aber... Naja, ja. Deko, das ist klar. Nein, ich meine hier, so offen. Ich habe ja gesagt, der obere Raum. Der da Eingang, fehlt die Lobby. Nee, das ist ein Glasdach. Ja. Und das wird von dem Abyssal, wie heißt das Ding? Abyssal Stone. Ja, genau. Und davon wird das Glasdach gehalten. Okay, aber warum ist hier alles so halb offen? Wo? Ja, hier bei den Stone Slabs. Boah, guck mal nach oben, es regnet. Sieht cool aus. Das ist halt so Design-Element. Damit nie miefige Luft im Haus herrscht. Sie haben zwar riesen Heizkosten, aber es ist immer frische Luft im Haus. Ja, und hier regnet es rein. Ja, da muss ich noch in der nächsten Folge dann Gas geben. Ja, dann beeil dich, bevor der Kinosaal unter Wasser steht. Okay. Ja, für heute war's das. Zumindest meinerseits. Ja, ich mache jetzt auch grad. Ja, bis dahin. Wir nehmen, glaube ich, gleich noch eine Folge auf, oder? Ja, schauen wir mal. Die kommen dann in zwei Tagen. Bis demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao, Leute. Bye.